Ja, Lu, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 6 und zwar dem neuen DLC, einem neuen ja, Abschnitt hier, ne, mit Joseph. Dann wollen wir mal hier Einzelspieler, ne, wie immer, auf leicht. Ja, nachdem wir ja schon mit Vaas gespielt haben, ist jetzt unser religiöser Fanatiker dran. Yay! Passt dir auch ganz gut, weil er ja auch teilweise ja auch bei Vaas drin vorgekommen ist. War nur im Fernseher, aber hey, immerhin, ne? Er war da. Und wollen wir mal gucken, was in seinem Kopf so vor sich geht? Wird bestimmt super. Tja. Tja, lief wohl nicht so gut, ne? Haben wir ja damals vereitelt. Den Great Collapse zwar nicht, aber hey. Joseph. Joseph. Was? Okay. Joseph, mein Kind. Ah ja. Wach auf. Herr? Was? Ah ja. Sag mir, wo ich bin. Bin ich in Eden? Nein. Wasche dich. Reinige dich. Ah ja. Mit Bliss. Alles, was du berührst, wird vergiftet. Sogar Tja. Deinen Liebsten hast du geschadet. Du hast versprochen, uns zu retten. Du wusstest, was bevorsteht. Du hast die einzig wichtige Person gerettet. Dich selbst. Nein, Oha. Ich kann es wieder gut machen. Aha. Ja. Only you. Da haben wir ja immer noch so einen kleinen Knacks von. Würde ich mal behaupten. Du hast mich belogen. Ach Quatsch. Nein. Belogen. Ich habe dir den Weg zum Überleben gezeigt. Ah ja. Du lebst. Das ist alles, was zählt. Ach wirklich? Oh, ich tat Spiegel, alles, Schrank. was du wolltest. Alles da. Und vergiftete die Welt. Alle, die mir lieb und teuer waren, sind deinetwegen tot. Interessant. Ah ja, stimmt, wir sind ja am Anfang, Du bist so schwach. Ja. Voller Zweifel. Sehr schön. Sieh in den Oh Mann, Spiegel. jetzt habe ich schon wieder, Reflektiere. Ja. Reflektiere, also, bist du genauso wie Vaas Schwester? Ja, nice. Umgebung finde ich übrigens, sehr nice. Finde ich richtig cool. Auch wenn ich Vaas lieber mochte. Ach ja, stimmt, das war ja, umsonst. Und dann brauchen wir wieder ein bisschen Geld. Ja. Ist halt dasselbe, ne? Ja, es ist definitiv dasselbe. Okay. Nun erkenne meine Großzügigkeit und sei, ja, komm. Was aus deiner Macht geworden ist. Wie wenige Waffen, die geblieben sind. Ja. Aber wenigstens haben sie da so ein bisschen, ja, was Eigenes reingebracht, ne? So ein bisschen eigenen Stil. Du kannst mehr finden. Erkunde deinen Verstand. Sammle die Teile meines Kreuzes. Und vergiss nicht, was ich für dich getan habe. Dann werde ja. ich dich von hier fortlassen. Wird er nicht. Ich finde meinen eigenen Weg. Finde meine eigene Vergebung. Ohne dich. Ah ja. Irgendwie hat das. Ich habe ja am. Vaas Teil schon davon gesprochen, dass es das alles ähnlich sein soll, dass ich das gehört habe. Ja, es kommt tatsächlich so rüber. Sammle die drei Teile von Josephs Kreuz ein, also wie bei Vaas mit dem hier Messer. Entdecke einzigartige Orte und Herausforderungen mit Buße, Waffen oder andere hilfreiche Gegenstände belohnt zu werden. Das ist halt seine Version.
Jedes Mal, wenn du stirbst, verlierst du alle nicht permanenten Inventargegenstände. Ich weiß. Na komm, schließ. Na, aber ansonsten, auch die Antworten sind sich sehr ähnlich. Gott hört sich sehr nach Citra an. Und Joseph hat so dieses, hier, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber dieses, ja, dieses Was-artige, mit diesem, nö, du sagst das, ich mache jetzt meinen eigenen Weg. Er hat halt nicht dieses, was man normalerweise von einem Gläubigen, dieses Unterwürfige, hat er halt nicht. Was man erwarten würde, wollte ich sagen. Das Denkmal der Familie Seed. Die Welt fand ein Ende und unser Werk hat gerade erst begonnen. Drei unserer Brüder sind gefallen. Sie galten nicht nur dem Vater, sondern allen Propheten von Eden's Gate als Familie. John, unsere auserwählte Stimme, wurde von falschen Götzen besiegt. An Jacobs Tür kamen die Wölfe. Er kämpfte mutig und so sollen wir seiner gedenken. Die ruhmreiche Faith, uns allen eine Schwester, konnte unsere Verfolger nicht überzeugen, das Licht zu sehen. Trotz des Tuns der Eindringlinge, die Gottes Plan nicht verstanden, waren die Opfer der Familie Seed nicht umsonst. Der Kollaps kam und der Vater überlebte. In Gebeten und Meditation wartet er mit dem Deputy, ja, den haben wir gespielt und es lief alles nicht ganz so toll, der die Hölle zu unserer Türschwelle gebracht hat, in einem Bunker die Zeit ab. Ja, die Welt fand ein Ende, aber wir haben überlebt. Jetzt, Joseph, müssen wir uns auf Eden vorbereiten. Na gut, wenigstens das ist so ein bisschen, einzigartig. Oh ja, also war's, sah definitiv besser aus. Aber ich bin auch so ein kleiner Vars-Fan. Ich bin ein kleines Vars-Fan-Girl. Er ist irgendwie... Er hat was. Er hat auch was Spezielles. Woran die anderen Bösewichte halt... Das hört man ja oft, aber... Ist halt so, da kamen die halt nicht mehr ran, ne? Buße. Sammle Buße, indem du Gegner ausschaltest, Truhen öffnest und Herausforderungen bestehst, kennen wir. Gib Buße am Waffenschrank und Spiegel aus. Nur, dass wir das letzte Mal Kohle hatten. Um Waffenausstattung bzw. permanente Eigenschaften zu erhalten. Ja. Das, machen wir. Wir geben unsere Buße aus, anstatt sie zu behalten und Buße zu tun. Warte mal, da ist eine Säule. Haben wir hier auch überall diese Säulen? Ist das das, was... Oh, da ist noch eine Raussäule. Das könnte es sein. Das Erkennungsmerkmal für seine besonderen Wege. Oder? Ja, bei Vars waren die rot, ne? Ich glaube, hier sind die gelb. Okay. Ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden. Ich würde mal sagen, wir gehen hier zuerst hin. Oh. Die Droge scheint keinen Einfluss auf uns zu haben. Ich habe gedacht, dass wenigstens diese Besonderheit würden sie wenigstens einfügen. Aber vielleicht, weil wir der Vater sind und nicht, irgendwer. Da hinten ist übrigens was. Ich glaube, das hat damit... Ich weiß auch nicht. Nee. Es könnte was sein. Wiesenaltar. Okay. Neue Flüge, ich sag's euch. Schaut einfach zu euren Brüdern und Schwestern. Sie werden euch sagen, was ich euch sage. Das ist unseren Erfolg. Doch jeder Erfolg... Waffenschrank-Herausforderung, die kennen wir auch schon. Wenn wir das machen, dann kriegen wir neue Waffen. Und die sind halt dauerhaft freigeschaltet. Und wir kriegen zusätzlich... Meine Predigten. Ja. Zusätzlich... Halt die Klappe. Zusätzlich, wenn wir das auf... Du bist in der Wüste, mein Kind. Oh. Ich werde dich ins gelobte Land verzeichnen. Alter, dauernd dazwischen. Das kennen wir schon. Wir kriegen dann eine neue Waffe, also Waffenschrank freigeschaltet. Aber jedes Mal, wenn wir es abschließen, nochmal zusätzlich im Inventar auch nochmal eine Waffe. So, das wollte ich gesagt haben. Und wir reden mir da und dazwischen. Eieiei, das wird ja noch was. Vars und Citra waren nicht so aufdringlich, glaube ich. Kann auch sein, dass ich mir das jetzt zurechtrede. So viele habe ich mit dieser Lehre vergiftet. Das kann ich nur wieder gut machen, indem ich töte, was ich erschaffen habe. Indem ich die ausmerze, die meine Lügen verbreiten. Mach das mal. Ja. Weg!
nicht ganz so suffisant, ne? Im Abgang. Ja. Aber es passt auch irgendwie besser, dass er hier seine Anhänger tötet, die ja sowieso bekloppt sind, als dass Vaas seine Piratenfreunde da irgendwie... Also das mit Vaas, dass sie sich da... Ne? Keine Ahnung, das fand ich irgendwie doch ein bisschen unrealistischer als das hier. Versage nicht noch einmal. Nö, hast du doch nicht. So, was habe ich denn hier? Unverwüstlich. Ja, komm. Nehme ich schon mal mit. Kräfte. Eine Kraft ist eine passive Stärkung, die deine Fähigkeiten verbessert. Alle Kräfte gehen verloren, wenn du stirbst. Ja. Wir finden sie bei Kisten, Gegner, bla, bli, blub. Und wir können sie verkaufen, ausrüsten. Alles Mögliche. Kennen wir. Also, kennt ihr, wenn ihr den Teil mit Vaas geguckt habt? Der auch auf meinem Channel ist. Ja. Das war gut. Die haben wir jetzt freigeschaltet. Meine guten Taten zahlen sich aus. Ja. Können wir eigentlich auch schon ausrüsten, ne? Warte, hier ist sie nämlich. Ich habe nämlich beim ersten Mal gedacht, ich müsste die noch abholen, aber... Nee. So schwierig ist es dann auch nicht. Ich meine, die sind nicht gepimpt, die sind auf dem einfachsten Level, wenn wir sie bekommen, aber... Das ist noch in Ordnung. Was habe ich denn hier? Ich gucke mir mal so ein bisschen um, ne? Machen wir wie beim Anfang, oder? Warte mal, wir haben ja schon 200. Das heißt, wir können mal zum Garten gehen... Und unser erstes Geld ausgeben. Sorry, unsere Buße. Wir können unsere erste Buße vermarkten. Ja, es geht. Ist halt Montana, ne? Also Hope County, ne? Ist halt in Ordnung. Also ich mag die Landschaft schon. Ne, da bin ich aber auch so ein bisschen... Ich mochte die auch schon. Als ich damals dann mit dem Deputy gespielt habe, mochte ich die auch schon. Das ist nicht wirklich... der Punkt der Kritik. So. Ne? Aber ich hätte mir auch mehr gewünscht, dass das irgendwie ein bisschen mehr drauf eingegangen wird, auf die Persönlichkeit. Aber naja. Ja. Ich glaube, ich mach mal hier, ne? Dass wir so ein bisschen mehr Gesundheit haben. Genau, hier haben wir das. Machen wir dann auch noch, dass wir die dann verbessern. So, das hätten wir. Ich kann auch erstmal hier hingehen, ne? Ist auch so nah dran. Ein bisschen die Map erweitern. Dass wir so ein bisschen mehr drauf haben, ne? Oh. Ich brauche auch unbedingt den Bogen. Ich hoffe, der wird mir noch irgendwann, ne? Also, dass ich den schnell finde. Ja, komm. Hab ich dich! Du machst es nicht besser. Nein, mach ich nicht. Ah, ich hasse, dass es sich am Anfang noch so... Ich nehme es zurück. Alles. Je mehr Entschädigung ich anbiete, je mehr Fehler ich richtig stelle, desto stärker kann ich werden. Ich bin halt am Anfang noch so richtig laut, ne? Was? Oh! Ja, nee. Fand ich das letzte Mal schon scheiße. Wo bist du denn? Ja, ich weiß. Ach, da! Meine Anhänger.
Natürlich greifen sie mich an. Sieh nur, wie ich sie behandelt habe. Durch mich sind sie verroht, militarisiert. Tja. Sie tun nur, was ich sie gelehrt habe. Wie schon? Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Ah, der Bogen! Ich rüste mich mit dem Schild meines Glaubens und lösche die flammenden Pfeile des Bösen. Ich hab gerade noch gesagt, dass ich den gerne hätte. Ja. Nase juckt. Hallo, Joseph. Hi. Na, Pippi. Ja, komm, ich geh mal. Was denn? Oh, da! Bist ja noch gar nicht tot. Ach komm. Meine Anhänger werden die Gewalt, ach so, okay, die ich sie gelehrt habe, nicht mehr verbreiten. Geht. Denn das Herz holen wir uns gleich. Ich will erstmal den Bogen haben. Okay, warte, das war ich. Warte, das war da vorne. Ja, komm. Ich werde es sinnvoll einsetzen. Ja. Okay. Genau, wir haben jetzt einen Bogen. Sehr schön. Ach stimmt, wir haben jetzt wieder ein bisschen Booster, ne? Ja, komm, lass uns die erstmal immer zu Anfang schon ausgeben. Ich werde zwar hier nochmal hoch. Warte, da vorne war noch eine Kiste. Werde ich noch mitnehmen. Nö. Hier war doch auch irgendwo noch eine Kiste, oder? Hab ich doch eben noch gesehen. Glaube ich. Als ich hier so angekommen bin, habe ich eben noch so viele Kisten gesehen und die sehe ich jetzt nicht mehr. Bin ich denn blind geworden? Blind vor Eifer. Okay. Na dann, wenn ich welche sehe, nehme ich die mit. So unterwegs. Warte, ich habe ja jetzt den Bogen. Nein, falsche Taste. Ach komm. Okay. So, dann würde ich aber trotzdem nochmal hier die Waffe ändern. Genau, nehmen wir den Bogen. Yay! Nö. Weil die andere ist halt echt nicht gut. Habe ich, glaube ich, auch mit Vars kaum benutzt. Das ist so ganz gut. Das kriegen wir schon hin. Ja, lass mal die Schrotflinte haben. Zum Reflektieren. Hast du das schon? Ja, ja, komm. Reflektier du mal. Ich glaube, das hatte ich zu Anfang, ne? Ja, ich meine, das hatte ich bei Bars auch zu Anfang. Was halt gut ist, das mitzunehmen. Oh, warte mal, ich habe noch. Ah, ne, der hat das hier nicht gemacht. Okay. Ja. Ja, und wachsen. Ja, komm. Wir wachsen. Hier hinten war doch, ist das schon. Noch eine Kiste. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich daneben, wo ich da in der Nähe war, eine Kiste gesehen habe und eben gerade nicht mehr. Weil er die Minimap rangezoomt hat. Oder habe ich die Minimap rangezoomt mit irgendeiner Taste? Ja, okay, ja, das sind definitiv Weltereignisse. Da hinten. Ach, da oben. Okay, warte.
Oh, stimmt ja. Die hätte ja, die Wölfe auch im Spiel drinne. Ja, es klingt irgendwie etwas falsch. Naja. Hier kommt Daddy. Warte mal. Ach so, okay. Ja, genau, da ist die Truhe. Was? War doch gerade was. Okay. Hier war es so, als hätte ich da gerade irgendwie eine Taste aufblitzen sehen, aber vielleicht bin ich auch einfach nur... Warte, hier zu nah dran. Ah ja, Tatsache. Tatsache, ich war einfach nur zu nah an der Seilrutsche dran. Never mind. Okay. Ja, doch, doch, die Insel gefällt mir doch besser. Ich nehme alles zurück. Und ich freue mich schon auf sein Smartphone oder was er bekommt. Ja, das passt ganz gut. Himmel, Herrgott. Also ein paar Sachen sind dann doch ein bisschen sehr individuell. Nö. Na gut. Dann gehen wir mal da oben hin. Aber im Endeffekt wird es wahrscheinlich trotzdem gut sein. Genau, das wird dann wahrscheinlich dann auch über einem Dings sein. Und dann ist das die Markierung, wo wir die Story Points finden. Ne, wo wir die ja, Teile von dem Kreuz herkriegen. Gehe ich jetzt mal von aus. Genau, hier ist die Tür. Ah, da wollte ich nicht was hin. Was ist das? Das ist ein Portal. Wo ist die Truhe? Ich wollte zur Truhe. Ja. Ja. Nö. Aber es macht trotzdem Spaß, finde ich. Jetzt mal vom Setting abgesehen und so, ne? Hab ich jetzt nicht weniger Spaß als mit was. Warte mal, konnte ich das nur am Dings? Ich glaube schon, ne? Mit dem... Ah ne, warte mal. Nein, falsche Taste. Das konnte ich auch so, ne? Ich werde das mal so machen. Genau. Nehmen wir das mal mit. Können wir ja zu Anfang noch ganz gut gebrauchen. Ich gehe mal durch die Tür, mal gucken, wo wir rauskommen. Ne? Einfach mal schauen. Schadet ja nicht. Ne, wir waren ja noch nicht großartig unterwegs, deswegen. Gut. Verstehe. Was? Das ist gut. Ach, wirklich? Denn ich bin noch ahnungslos. Ach, da unten. Da war eine Truhe. Kann ich gleich mal gucken, wo wir sind, ne? Achso, hier hinten. Ja, gut. Da können wir auch hin. Da kriegen wir, glaube ich, auch eine Waffe. Oh, warte mal. Ja, komm, die kann ich verkaufen. Ich werde wahrscheinlich sowieso gerade noch keinen weiteren Platz freimachen können. Kommt dann noch mit der Zeit. Nö. Und die Kohle können wir ja auch gebrauchen. Okay. Nein. Ach komm.
Man merkt aber die Unterschiede mit den Anhängern, dass ein paar davon zu Jacob gehört haben könnten oder zu Joseph oder Faith, ne? Ja, nee, John, nicht Joseph. Ne? Also Jacob, John und Faith sind hier ganz gut vertreten. Dafür, dass ich da schon etwas draußen bin, das war das... Ja, das war schon ein bisschen her, dass ich Far Cry 5 gespielt habe. Ah, unser Yes-Schild! Warte mal, das habe ich zerstört. Das sollte kaputt sein. Das heißt, das hier ist Johns Gebiet. Naja, nicht wirklich. Das war ja bei Far Cry 3 ja auch so ein bisschen durcheinander. Nö. Mit des Doktorchens Haus mitten im Wasser. Warte mal, wie komme ich hier rein? Achso. Ja, und da ist ja direkt das Bambi. Das war ja auch, glaube ich, nicht direkt beieinander, ne? Das ist ja hier, das müsste dann Jacob sein. Ah ja, und die Blumen, das war Faith. Okay. Ja gut. Die Blumen haben wir ja bei unserem Haus schon gesehen. Oh, warte mal. Warte mal, habe ich doch glatt was übersehen. Was haben wir denn? Naja, kriegen wir später nochmal. Das kriegen wir auch später nochmal. Wir haben noch nicht so viele schallgedämpfte Waffen. Ich meine, der Bogen zählt nicht ganz so. Ich glaube, das zählt, wenn man eine eigentlich laute Waffe leise abfeuert. Nö. Dann gehen wir mal in Richtung ja. Nö. Ach, da hinten ist das Dings. Das ist weird. Das Gefängnis, ne? Oder? I don't know. Ich bin gerade so ein bisschen... Aber wie gesagt, das ist hier wahrscheinlich eh alles durcheinander gewürfelt. Wie bei war es ja auch. Und da haben wir ja direkt danach das schon... Also, habe ich ja direkt danach gespielt, ne? Das werde ich mit Paranmin übrigens auch machen. Den werde ich auch erst spielen, wenn ich hier... Wenn ich das den vierten durch habe als Let's Play. Nö. So, was haben wir denn? Oh ja, komm. Ich brauche das Geld. Das läuft eigentlich schon ganz gut, ne? Oh, warte mal, ich wollte da hinten hin. Du ignorierst meine Worte. Was? Du machst meine Bestrebungen zunichte. Ach ja, stimmt, du bist ja der Böse. Sorry, habe ich vergessen. Dit habe ich vergessen. Gott ist ja hier der Böse. Genau wie Citra ja bei Vaas die Böse war. Die Bekloppte. Nö. Mal gucken, wie bekloppt er noch werden kann. Also die Stimme. Die wir für Gott halten, ne? Aber es ist ja eigentlich nur eine Stimme. Naja. Dann kommt der mit Zuckerbrot und Peitsche, hä? Ja. Ihr habt versprochen, meine Wanne zurückzulassen. Mein Wort zu bringen und den Projekt mehr zu dienen als allen anderen. Tja. Na, nee. Kleidung, Gesellschaft, ein Sinn. Ach ja. Nicht alle eure Bedürfnisse erfüllen. Naja. Ich sehe ja immer ein Lager, das eure Herzen sich. Ah, ich fand das ja damals schon so ein bisschen. Scharfschützengewehr, ja, komm, machen wir. Vergebt mir, meine Kinder! Oh! Das blies. Er ist da drüben. Was? Ach. Oder bin ich zu, Oh.
Stimmt, überall da sind ja auch die Waffen vertreten, die wir freischalten wollen, ne? Warte. Ah, da bist du. Nicht wie weg. Warte. Krieg ich auch hin. Ei, komm ich da ran? Muss ich auch irgendwie, ne? Ja. War klar, mal wieder. Müsste ich auch mal. Mach ihn nicht. Meine Anhänger werden die Gewalt, die ich sie gelehrt habe, nicht mehr verbreiten. Ja. Jetzt will ich trotzdem da hoch. Ich will da hoch. Wie komme ich da ran? Komm, halt dich doch mal fest da. Meine Güte. Wo habe ich gerade Leben verloren? Warte. Ne, warte mal. Ach, da... Ich komme da rein. Okay. Warte mal. Ach, warte mal, es war so. Sorry. Aber jetzt weiß ich wenigstens, dass ich hier rankomme. Cool. Das ist schon mal interessant. Ist mir bei Wars übrigens nie aufgefallen. Hat auch niemand in die Kommentare geschrieben. Schön. Ich will das jetzt haben. Also außer dem Scharfschützengewehr hier, die... Ein Werkzeug zur ja. Läuterung. Nein. Ey, du bist fast schon wie dieser... Wie heißt der? Longinus aus Far Cry 4. Die Waffen sind da, um Gottes Werk zu vollbringen. Preise die Waffen des Herren. Oder irgendwie sowas. Nee, da komm ich nicht ran, ne? Verdammt! Okay, nee, krieg ich nicht hin. Schade! Ich meine, es sind nicht viele, aber... Ich nehme trotzdem immer gerne alles mit, ne? Da waren wir gerade. Ja, komm, ich geh mal hier hin. Richtung Yes wollten wir ja eh, also wollte ich ja eh gehen. Obwohl, warte mal. Ich gehe Richtung Haus. Ah, nein, warte, richtig markieren. Zum Garten. Okay, wer blind ist, muss sterben. Bin getroffen. So will es das Gesetz. Okay. Nee, ich will erstmal, die Buße loswerden, die Kohle. Bevor wir die hier noch unnötig verlieren. Weil ich zu gierig werde. Sage ich und laufe zu einer Kiste und werde gierig. Ah! Habe ich ja schon mal was erwähnt. Also, Gier kann man mir auch ankreiden. Definitiv. Aber Loot kann ich halt einfach nicht liegen lassen, ne? Aber ich bin schon mutiger als bei Wars. Bei Wars war ich so ein bisschen, noch ein bisschen zurückhaltender. Ne? Bei ihm hier geht eigentlich. Jetzt bin ich erstmal drinne. Jetzt ist auch, ne? Ist es auch in Ordnung.
So, einmal da hoch. Und wenn wir dann halt sterben, ist es halt auch so. Zack. So, dann würde ich mal sagen, dann kriegen wir nämlich bis zu 500 wieder. Und, es ist halt nicht so wichtig, ne? Obwohl. Doch, doch, doch. Also die, nicht das, aber die anderen, die danach kommen. Kann man schon ganz gut gebrauchen. Dann würde ich mal hier hingehen. Ja, ja, komm. Okay, warte. Genau, das ist die Bogenkiste. Ich würde die Kiste erstmal verbessern. Oh, die kann ich auch verbessern? Okay, dann verbessern wir die Bogenkiste auch gleich mal. Ne, und dann holen wir uns aber danach erst die... hier fehlt mir noch die Dings. Statt hier oben dem Visier hätte ich gern eher einen Schalldämpfer. Und ich glaube, der ist auch noch nicht besser als... so viel besser als unserer. So, ja. Ich wollte zur Hütte, ne? Ja. Ja, Bessie. Bessie, sage ich schon. Tricky. Sorry. Meine Oma hat einen Hund namens Bessie und... Manchmal passiert es mir tatsächlich, dass ich die Namen dann, ja, vertausche. Wow. Ne, Bessie wird dann mal Tricky genannt, Tricky wird dann mal Bessie genannt. Passiert. Okay. Und getroffen. Ich meine, es kann auch sein, ne, dass es so lange her ist, aber... Oh, die Statue! So ein paar Sachen erkennt man trotzdem, ne? Aber die ist diesmal kaputt. Ah, nee, die war, glaube ich, noch nicht hergestellt, ne? So richtig. Was? Hey! Hab ihn! Du entkommst deinen Taten nicht! Oder dem zu. Ja, ja. Ich weiß. Ist in Ordnung. Warte. Nicht abhauen! Danke! Oh, die will ich haben. Warte. Genau, das tauschen wir. Das ist gut, dass wir das jetzt schon haben. Oh, hier ist auch noch eins. Warte. Oh. Ich kann es mir leisten, neuen Dings auszurüsten. Yes. Nice. Ich dachte schon, ich muss eins wechseln, aber wir haben ja gerade was bekommen. Stimmt, da war ja was. Ah, okay. Ich guck mich hier oben, ne? Oh! Was ist das, Herr? Eine Herberge im Sturm. Schuss. Aber... Wen kriegen wir hier? Kriegen wir den Deputy? Weil ich meine, im letzten DLC war es ja Jason, war es Erzfeind, der uns vor die Nase gesetzt wurde. Ist es der Deputy? Judge? Das Gesetz oder wie? Warte! Nein, noch nicht! Verdammt. Brauch halt echt bessere Waffen, ne?
Und die sind halt besser als die von Vars, also die Gegner. Die waren so ein bisschen hinterwäldlerisch und so, aber... Naja. Wer war das? Jemand, der kam, um dich zu richten. Ah ja. Einst ein Feind, bald ein Verbündeter. Doch nicht hier und nicht jetzt. Aha. Muss ich nicht verstehen. Warte, hier. Ja, wir haben ein bisschen wieder. Und zwar würde ich nämlich die Mods gerne neu zusammenstellen. Nee. Bringt auch nichts. Okay, dann lasse ich das und werde erstmal sparen. Schade. Ja, da sowieso nicht. Okay. Ah, oh, es regnet. Ich liebe den Regen übrigens. Gut, dann haben wir schon unseren ersten Safe Space hier gefunden, ne? Oder? Dann gehen wir mal wieder Richtung Yes. So ein bisschen, glaube ich. Ist das Richtung Yes? Oder Richtung Joseph? Na gut, dann gehen wir halt unser... Ja doch, ein bisschen Richtung Yes ist es schon. Ich lag nicht komplett falsch. Da vorne ist eine Tür. Ah, die zwei, okay. Naja. Würde ich jetzt noch nicht durchgehen wollen, aber gut, dass wir es jetzt auf dem... Müssen wir jetzt drauf haben, ne? Ja, haben wir jetzt hier markiert. Nice. Da vorne ist noch eine Hütte, da will ich hin. Was? Please! Irgendetwas zieht mich zu dieser Hütte hin. Prüfungen sind schwierige Herausforderungen, bei denen du wertvolle Belohnungen erhalten kannst. Ja, und noch da mit dem Todgedöns, aber... Oh, Faith, ich wollte dich nur befreien. Ja, die Arme, ne? Machen wir, nicht jetzt. Ich brauche bessere Waffen dafür, Was der Grund ist, deswegen ich erstmal hier nur Geld sammle, ne? Beziehungsweise Buße sammle. Ah, arme Faith. Ah, stimmt, die wollte ja unbedingt die Statue hier beschützen, ne? Im Fünfer. Ja, hat nicht so gut funktioniert. Oh, die Musik. Na, 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 na. Aber die Musik fand ich damals cool. Die Musik fand ich im Fünften cool. Was ist das? Oh. Also was fand die Mini-Was cool? Ach komm. Ich finde die cool. Ja, da hast du schon recht. Die Mini-Was, die waren schon ikonischer. Meine Statue. Zerrissen von Sünde, von Schmerz, genau wie mein Verstand. Tja. Ich muss auch sie reinigen, von der Verderbtheit befreien. Das ist dein Einfluss, den du in die Welt gesetzt hast, wie du sie verändert und geformt hast. Ah ja. Das sind alle meine Lügen. Oh. Okay. Interessant. Oh, Judge ist hier. Judgest du mich etwa? Wo ist Judge hin? Nase juckt. Okay. Oh, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Ich kann den Part so langsam beenden, habe ich gerade gesehen. Huch. Ja, ich hoffe, wir sehen uns auch dann beim nächsten Mal mit Joseph wieder. Bis dann. Bye.